Moin bei kugelbahn.de. Heute gibt es kein Bahnvideo, wie hier vielleicht erstmal zu vermuten wäre, sondern ein neues Teil aus dem 3D-Drucker. Und zwar handelt es sich hierbei um die Wall Fit Curve, zu Deutsch die Wandhalterungskurve. Ich fand den deutschen Namen allerdings total doof, deswegen habe ich das Ding Wall Fit Curve genannt. Und was das genau ist, könnt ihr hier vielleicht schon ein bisschen erahnen. Man kann Wände aufstellen ohne die hohen Säulen. Und wie das geht, zeige ich in diesem Video. Ja, und los geht's. An diesem Kugelrundlauf um die Dreierwand hier kann man ganz gut erkennen, die Wand steht da ohne Säule. Wie funktioniert das? Das ist ganz einfach. Hier ist ganz gut zu sehen, wie die Wand in der diesen Kurvenstein drin reingestellt ist und somit auch aufrecht steht. In diesem letzten Beispiel hatte sie rechts dann eine graue Säule zur Verstärkung dran. Grundgedanke des Ganzen war eigentlich, dass man unten durch diese Wände nur mit einer Schiene durchkam und somit halt keine Kurve verbauen konnte, was mich schon öfters ziemlich genervt hat, weil ich manchmal wirklich eine Kurve da benötigt hätte. Also habe ich mir überlegt, baust du einen Kurvenstein, wo du diese Wand einfach mit reinstellen kannst und dann kannst du da drunter mit einer Kurve durchfahren. Super praktisch, sieht man hier jetzt, ich lege die Schiene jetzt da rein und ich könnte theoretisch nur geradeaus durch diese Öffnung fahren und mit diesem Wall-Fit-Curve-Stein, den ich da konstruiert habe, funktioniert das halt, dass man um die Kurve fahren kann, was allerdings auch noch einen anderen Nebeneffekt hatte, denn ich hatte diese Aussparung, wo die Wand reingestellt wird in den Kurvenstein, erst zu eng gemacht und das erwies sich aber als großer Vorteil, weil die Wand so auch ganz alleine stehen kann, ohne dass man dafür diese grauen Säulen benötigen würde. Und ja, das steht nicht so stabil, als wäre die Wand links und rechts in den grauen Säulen eingehakt, aber es ist erstaunlich stabil und die Kugeln laufen, wie man ja eben an diesem Kugelrundlauf, an dieser langen Dreierwand gesehen hat, eigentlich ganz gut da durch. Und hier nochmal gezeigt jetzt, wie die Kurven da eben als Kurve durch die Wand unten durchlaufen können. Dass das Ganze auch hält, zeige ich jetzt nochmal. Ich hänge jetzt ein paar Balkone da rein und die Wand bleibt ziemlich gerade stehen. Natürlich baut man jetzt an die eine Seite drei Kaskaden dran, dann wird es natürlich ein bisschen problematisch irgendwann, aber ist schon relativ gut haltbar, die ganze Sache hier. Die Wände können auch auf verschiedene Art und Weise in diesen Kurvensteine reingestellt werden. Einmal eben diese Öffnung jeweils mittig in die Dreierwand oder rechts oder links an die Zweierwand oder auch total anders wie hier, dass es nur links zum Beispiel in den Kurvenstein steckt und rechts als Verstärkung dann eben eine graue Säule hat. Springen wir nochmal zurück zu diesem Kugelrundlauf, den ich am Anfang des Videos schon gezeigt habe. Hier sieht man jetzt noch die beiden Säulen, die übereinander stehen und normalerweise so funktionieren ja die Wände. Und hier ist das Problem, dass ich ja die beiden Kurven, die hier im Vordergrund zu sehen sind, nicht verbinden kann wegen diesen Säulen, die immer im Weg sind. Und so, wenn diese Wand in diesem Wall-Fit-Curve steht, dann funktioniert das und ich kann halt wirklich direkt um die Wände drumherum laufen, was auch ganz neue Konstruktionsmöglichkeiten ermöglicht. Die Wall-Fit Curve ist erhältlich unter www.kugelbahn-shop.de, blende ich euch natürlich hier ein. Hier war noch der grüne Prototyp zu sehen, die normalen Teile sehen allerdings weiß aus wie normale Kurven auch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert kugelbahn.de und aktiviert am besten auch das Bimmelbammelglöckchen, dann erfahrt ihr, wenn es hier neue Videos und vielleicht auch neue Teile aus dem 3D-Drucker gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!